Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Hier eine Flasche, die es nur in Texas gibt. Old Forester. Oh, Jason, schon wieder eine Flasche, die ich nicht kriegen kann. Genau. King Ranch. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Und dann steht ganz klein darunter jetzt hier eine eigene Charge in dem Heavily charred barrels, also stark ausgekohlten Fässern, benutzt wurde und dann filtriert durch King Ranch Mesquite Aktivkohle, Charcoal. So, der ist schon besonders. Whiskey Base Nummer 248246. Letztes Jahr habe ich hier eine Auflösung von einer Sammlung von meinem Soldat hier aus den USA unten in Ansbach gemacht und diese Flasche war dabei. Ich habe auch als Flaschenteilung das angeboten, ging ganz gut und ganz, ganz schnell weg, diese Flasche. Also ich werde das selbst wahrscheinlich nie wieder hier sehen können. Also ich habe die Flasche netteweise für 84,90 € angeboten. Der offizielle UVP in Amerika liegt hier tatsächlich bei circa $70. Allerdings, wenn ich online gehe, überall $150, 140, 130, 160. Es gibt eine 2022 und eine 2023 Version davon. Ich habe keine Ahnung, welche ich habe hier. So, King Ranch kennst du nicht. Ich ehrlich gesagt auch wenig. Ich lese jetzt hier ein kleines bisschen von der Pressemitteilung, was denn dort tatsächlich hier rausgeschickt wurde am 1. November 2022. Da steht es dann hier drin, dass die King Ranch hat schon seit 8 Generationen dort in Texas tatsächlich diesen Bauernhof in ihrem Besitz gehabt und die haben schon 3 Pferde für den Kentucky Derby dort gezüchtet. Und deshalb gibt es zusammen mit Old Forester und King Ranch über 300 Jahre von der einzigartigen amerikanischen Geschichte. Old Forester ist der Bourbon, der auch ein ganz wichtiger Zutat wird bei jedem Mint Julep, der verkauft wird bei Churchill Downs, beim Kentucky Derby zusammen mit Woodford Reserve. Und ja, der 1946er Triple Crown Winner Assault kam vom King Ranch aus Kentucky. 1946. So weit mussten sie zurückgehen. Gut, das Holz, das Mesquite-Holz. Diese Kohle wurde, der Holz wurde von der King Ranch in Texas denn dort geerntet. Brown-Forman durch die Aktivkohlefiltrierung von Jack Daniels hat sehr viel Erfahrung damit. Im Gegensatz zu Jack Daniels, was vor Abfüllungen fast durch die Aktivkohleschicht durchgeht, das ist dann Zuckerahorn, ist hier der Mesquite wird am Ende. Also nachdem es aus der Flasche, nachdem es aus dem Fass rauskommt und bevor es in der Flasche reinkommt. Ja, also, womit werde ich es vergleichen, da ich momentan gerade jetzt hier die Serie hier geteilt habe, Old Forester. Ich habe 1897, 52,5, 50% Alkohol. Ja, preislich ungefähr gleich jetzt hier. Ich glaube, der war 74, was war der denn hier? Der Old Forester, Bottled & Bond war 75,90. So, beide sind schon längst verteilt, beide gibt es nicht mehr, beide jetzt hier habe ich nur für mich und kann einfach ein bisschen hier schauen. Ja, Old Forester hat nicht sehr viele Produkte, die sie nicht außerhalb von ihrer normalen Reihe denn dort haben. Die 1924 teile ich gerade eben. Durch Miss Canada habe ich sie gekriegt vom Old Forester. 1910 habe ich schon mal geteilt. Habe ich vor 4 Jahren, 5 Jahren aus Amerika mit rüber geschleppt, einmal hier. Der King Ranch, der Birthday Bourbon und dann
Ja, ein paar andere Dinge gibt es auch, die 86 Proof, 100 Proof, und dann sind da die 117 Serie, die nur in Distillery zu bekommen ist. Eigentlich könnte ich hier von Wild Turkey the Long Branch haben. Der wird auch durch Mesquite-Holz dort gefiltert. Habe ich nicht. Deshalb ist das war eine interessante Sache. Also der Mesquite-Holz Long Branch vom Wild Turkey kostet 48 Euro. So, Long Branch. Wild Turkey. Kostet hier momentan in Deutschland 38. Man kriegt echt, und das ist der 1-Liter-Version mit 43%. 38 Euro oft hier. Manchmal 43. Hier, okay, gut. Horst hat den für 47,90, aber immer der 1-Liter-Flasche. Viel Braunzucker. Ich krieg null Mesquite. Leichte Zimt, leichte Nelke, sehr, sehr weihnachtsgewürzmäßig. 1897. Ich mag den gerne. Ich mag den 1920 einen Tick besser, mehr Alkohol, aber der ist sowas von gut. Gut, probieren wir mal. So, wenn du in Texas bist, lohnt sich da eine Flasche zu normal UVP 70, $80 zu bekommen. Lass uns hier sehen. Bisschen bissig, ein bisschen viel Alkohol. Also die 1920 hat weniger Hitze, Wärme als die 52,5. Und der hat 5% mehr Alkohol. Der wirkt jung. Da ist eine komische, fast Kardamom-Moment mit da drin. Es gibt jemanden, der einen Whisky-Verkostung dazu aufgeschrieben hat, thebourbonculture.com. Und er schreibt jetzt hier am Anfang Toffee, danach ein kleines bisschen leichte Früchte wie Steinobst. Bisschen alten Leder, und dann ist da Pfefferkörner. Und dann dieses typische Old Forester-Moment verschwindet. Und stattdessen wird es scharf und bissig. Und die Süße fehlt. Bis auf die Steinobst kann ich alles hier absolut hier zustimmen. Gut, ich benutze das Wort Toffee nicht so oft, karamellig und so weiter. Ich mache ein bisschen Süße in meine Bourbons. Und diese Süße ist weg. Der Finish ist nicht wow. Ich probiere noch einmal und dann gehe ich hier rüber und dann schauen wir mal. Also der Old Forester 100 Proof würde mir bestimmt besser gefallen, wenn ich der Old Forester 86 hier hätte. Wahrscheinlich in dieser Liga spielt er mit, aber der ist bissiger, der ist alkoholischer, der ist industrieller. Was der Mesquite Kohlefiltrierung hier gemacht hat, habe ich keine Ahnung. Ich gehe einfach mal kurz hier rüber. Ich habe keine Old Forester Vorherst Kalibrierung gehabt. Lass uns hier schauen. Klarer, schöner, runder, tiefer, komplexer. Hier habe ich Toffee, hier habe ich Karamell, hier habe ich Braunzucker, hier habe ich Holz. Hier ist alles das Gesamtpaket. Und hier haben sie links abgebogen, irgendwie zwei Ausfahrten zu früh und landete in ein Gewerbegebiet oder fast ein industrielles Gebiet denn da. Nein.
Ich sage ganz ehrlich, aus meiner Sicht, aus dieser kurzen Begegnung, was ich hier mit unserer Old Forester King Ranch, der nur in Texas erhältlich ist, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, mit 52,5%, sage ich mal 3 minus. Preislich 80 Euro für Secondary Market, also 150, 5. Nee, bitte nicht. Versuch mal 1897 bekommen, versuch mal 1920 zu bekommen, versuch mal 1910 zu bekommen vom Old Forester. Versuch mal, wenn man einfach das kann, der 1 Liter hier, Old Forester 100 Proof, schmeckt so viel besser als das hier. Interessant, dass wir hier tatsächlich hatten. Ich lese noch mal hier vor, also für mich jetzt hier. Wo war das jetzt hier? Cooper's Craft. Ich habe eine Flasche mal gehabt, die ist schon längst verteilt. Cooper's Craft Straight Bourbon mit 82,2%, also 82,2 Proof, also 41,1%, habe ich durch eine Auktion irgendwo mal bekommen. Das ist kälteverträgt. Und dort benutzen sie allerdings eine Mischung von Birke und Beech und Birch. So, jetzt ist die Frage Birch auf Deutsch hier. Wow, das sollte ich eigentlich sofort wissen, ja, nicht wahr? So, gehen wir hier hin. Das ist Birke. Oh, da habe ich das falsche Sache hier gemacht. Und unser Beech ist dann hier. Wow, das sollte ich alles hier wissen. Ich und meine Namen. Von Bäumen, von Pflanzen, von verschiedenen Buche. Ich bin nicht auf Buche gekommen. Die haben Buchenholz und dann dort Birkenholz genommen. Ja, für deren Cooper's Craft Straight Bourbon. Wow, das hat ein bisschen gedauert. Okay, gut, gut, gut. Ich vermisse diese Flasche nicht, aber ich freue mich, dass ich da die einmal probieren könnte. Aber nicht meins. So, liebe Leute, bis auf Long Branch, welche anderen Whiskys, und es gibt ein paar davon, da braucht ihr nur ein bisschen zu googeln, haben ein bisschen Mesquite-Holz Einfluss. Entweder weil der Gerste damit geräuchert wird, entweder weil der Mesquite-Holz dann dort aus Dauben da reingelegt wurde, wie bei Maker's Mark, oder weil einfach mal man der Mesquite-Holz zur Filtrierung benutzt hat. Mesquite-Holz ist sehr, sehr schwierig, auch beim Grillen. Da muss man echt aufpassen, dass es nicht zu rauchig wird. Wer mal ein bisschen gegrillt hat, damit weiß, dass man ein kleines bisschen darauf achten muss. Aber das ist hier eine echt interessante Abfüllung, die ich nicht brauche. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Es lohnt sich bei meiner Flaschenteilung dabei zu sein, gerade wenn du ein Bourbon-Fan bist, weil ich habe hier manchmal Flaschen, die man gar nicht hier in Deutschland bekommt, immer wieder mal auch im Angebot und ich versuche jede Flasche, der irgendwie besonders ist, in Deutschland zu ergattern, damit ich es auch dann mit euch teilen kann. Gilt für Irish, gilt auch für andere Sachen und viele, viele Scotch. Und deutsche Whiskys sind auch dabei. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.